Wir hören jetzt den dritten Vortrag im Block Offene Standards. Die Vortragende ist Annette Ganske. Sie ist Meteorologin und arbeitet für die Technische Informationsbibliothek im Projekt ATMODAT, was für Atmosphärenmodelldaten steht. Titel ihres Vortrages ist EasyDAP, Earth System Data Branding, eine neue Kennzeichnung von qualitativ hochwertigen Geodaten. Dabei geht es im weiteren Sinne um einfache Auffindbarkeit und Wiederverwendung von qualitätsgeprüften Forschungsdaten. Annette, bitte. Guten Tag, ich möchte Ihnen heute EasyDAP vorstellen. EasyDAP bedeutet Earth System Data Branding und das ist eine neue Kennzeichnung von qualitativ hochwertigen Geodaten. Sie wurde entwickelt am Deutschen Klimarechenzentrum und an der Technischen Informationsbibliothek von mir und meinen Kollegen. Was war die Motivation? Immer mehr Daten werden mit DOI veröffentlicht. Das ist gut so, aber oft sind sie immer noch nicht wiederverwendbar, weil sie zum Beispiel nicht ausreichend beschrieben wurden oder weil sie in Dateien abgespeichert wurden, die nicht mit offener Software gelesen und verarbeitet werden kann. Oder weil sie von Suchmaschinen nicht gefunden werden können. Warum ist das so? Zum einen wissen viele Datenproduzierende nicht, wie man Daten so veröffentlicht, dass sie auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar sind. Und das sind genau die FAIR-Prinzipien. Deshalb haben wir einen Paper veröffentlicht, indem wir beschreiben, wie man atmosphärische Modelldaten fair veröffentlichen kann. Und das finden Sie in der Meteorologischen Zeitschrift und unter diesem Link. Das zweite ist, nur wenige Repositorien unterstützen die Datenproduzierenden, indem sie sie beraten und die Qualität und Fairness der Daten kontrollieren, das heißt, indem sie kuratieren. Wie kann man das Ganze jetzt verbessern? Das erste ist natürlich, man hält die FAIR-Prinzipien ein. Und FAIR bedeutet Findable, Accessible, Interoperable, Reusable. Die FAIR-Prinzipien wurden erstmals 2016 von Wilkinson et al. Veröffentlicht und Sie finden die Arbeit unter diesem Link hier unten rechts in der Ecke. Verkürzt gesagt, was bedeutet das Ganze? Findable bedeutet, dass die Daten und die Metadaten ein PID, ein Persistent Identifier haben. Und das ist zum Beispiel ein DOI. Daten und Metadaten liegen in einem Repositorium, denn wenn sie nicht veröffentlicht sind, kann man sie auch nicht finden. Und die Daten werden ausführlich durch Metadaten beschrieben. Accessible bedeutet, dass die Daten und die Metadaten standardisiert heruntergeladen werden können und dass auf die Metadaten auch danach zugegriffen werden kann, auch wenn die Daten gelöscht wurden. Das ist eine Bedingung des Data-Side-DOIs, dass die Landingpage, auf der die Daten beschrieben werden, auch dann noch besteht, wenn die Daten gelöscht wurden. Dann findet man auf der Landingpage noch die Metadaten und den Hinweis, dass die Daten nicht mehr existieren. Interoperabel. Man verwendet eine standardisierte Sprache, denn bei den FAIR-Prinzipien geht es hauptsächlich eigentlich um die Maschinenlesbarkeit und Maschinenverarbeitbarkeit. Und Maschinen brauchen eine standardisierte Sprache, damit sie zum Beispiel mehrere Datensätze zusammenverarbeiten können, damit sie wissen, dass es handelt sich um die gleiche Variable. Und Verweise auf andere Daten und Metadaten. Bei Messungen zum Beispiel verweist man darauf, auf die Messung, wo wurde sie beschrieben, welche Messgeräte wurden verwendet, wurden vielleicht noch andere Variablen dort gemessen und wo liegen diese, in welcher Datei liegen diese Daten. Bei Modelldaten verweist man darauf, mit welchem Modell wurde das Ganze gerechnet, wo liegt die Dokumentation des Modells, wurde das Modell zum Beispiel in einem gemeinsamen Experiment gerechnet, gibt es noch ähnliche Modellrechnungen und so weiter. Reusable, die Wiederverwendbarkeit. Dazu ist es wichtig, dass man die Lizenz angibt, denn wenn keine Lizenz angegeben ist, weiß man nicht genau, was man mit den Daten machen darf. Und wieder, man muss Community-Standards einhalten, sowohl bei den Dateien als auch bei der standardisierten Sprache, als auch bei der Art, wie man die Daten zum Beispiel abspeichert, auf einem Gitter oder in langen Reihen oder was auch immer. Auch das ist eben wichtig wieder für die Maschinenverarbeitbarkeit.
Was können jetzt die Datenproduzierenden tun? Das erste ist natürlich offene Lizenzen verwenden. Wenn Sie möchten, dass Ihre Daten weiterverwendet werden, dann machen Sie die Lizenzen offen. Im Fachgebiet übliche Dateiformate verwenden, die mit freier Software gelesen werden können. Es nützt gar nichts, wenn Sie ein ganz schickes Dateiformat haben, das für Ihre Zwecke zwar sehr gut geeignet ist, das die anderen aber nicht nutzen und nicht benutzen und nicht weiter nutzen können. Also verwenden Sie übliche Dateiformate. Reichhaltige Metadaten mitgeben. Die gibt man einmal dem DOI mit, dann auf der Landingpage stehen Metadaten und die einzelnen Dateien sollten Metadaten haben. Und im Prinzip soll man alle zur Wiederverwendung notwendigen Informationen dem Datensatz mitgeben, sodass man eben auf einen Blick sieht, ob man diese Daten verwenden kann, ob sie nützlich sind und wozu man sie verwenden kann. Was kann das Repositorium tun? Das erste ist natürlich kuratieren. Daten und Metadaten sollten fair sein. Wurden offene Lizenzen verwendet? Wurden offene Dateiformate verwendet? Das kann das Repositorium auch durchaus einfordern und sagen, wir brauchen offene Lizenzen, wir brauchen offene Dateiformate. Persistent Identifier verwenden. Es gibt für Personen die sogenannten ORCIDs, für Institutionen gibt es den RAW und für Daten und Veröffentlichungen gibt es DOIs. Diese sollte das Repositorium auch jeweils anfordern. Ausführliche menschen- und maschinenlesbare Landingpages erstellen. Das ist alleine Aufgabe des Repositoriums. Und das ist auch so ein bisschen die Visitenkarte des Repositoriums und deswegen geben sich die meisten Repositorien da auch relativ viel Mühe. Wie kann man die Datensätze hervorheben? Wir haben uns überlegt mit dem EasyDub-Label. Das EasyDub-Label kennzeichnet Landingpages von qualitätsgeprüften, offenen und fairen Datensätzen. Es darf nur von Repositorien verwendet werden, die einen Vertrag mit der TIB abgeschlossen haben. Und die Repositorien müssen die EasyDub-Richtlinie einhalten. Was ist jetzt die EasyDub-Richtlinie? Sie fordert erstens, dass man einen DataCite DOI verwendet, denn das ist im Prinzip eine Erweiterung des DataCite DOIs. Offene Lizenzen sollten verwendet werden, möglichst maschinenlesbar, immer in Englisch verfügbar. Und am besten sind es natürlich, wenn man Creative Commons Lizenzen zum Beispiel verwendet, aber es gibt Universitäten, die haben eigene Lizenzen und schreiben ihren Arbeitsgruppen vor, dass diese auch verwendet werden. Sie sind meistens offen und wenn sie in Englisch verfügbar sind, dann können sie verwendet werden. Zeitlich beschränkte Embargos. Was ist ein Embargo? Im Falle eines Embargos werden die Daten und Metadaten erstmal in ein Repositorium gepackt. Aber es werden erstmal nur für eine beschränkte Zeit die Metadaten veröffentlicht. Das geschieht aus dem Grund, dass die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, die die Daten erzeugt haben, erst einmal Zeit haben möchten, um ihre Auswertungen zu machen und ihre Veröffentlichungen zu schreiben. Und sie haben Angst, dass wenn die Daten sofort veröffentlicht werden oder davor veröffentlicht werden, dass dann andere Wissenschaftler kommen und mit diesen Daten ganz ähnliche Auswertungen machen und ganz ähnliche Veröffentlichungen schreiben und vielleicht schneller sind. Und in dem Fall ist dann die Veröffentlichung von den Datenerzeugenden so ein bisschen witzlos geworden. Und um das zu verhindern, kann man eben sagen, gut, die Daten dürfen zum Beispiel für 2 Jahre stehen nur den Wissenschaftlern zur Verfügung, die sie auch erzeugt haben. Und danach stehen sie dann allen zur Verfügung. Das ist ein Embargo. Dateiformate sollten offen sein, nicht proprietär oder mit offener Software verarbeitbar. Und man braucht reichhaltige Metadaten. Und das Ganze kann man nochmal unter der EasyDub-Guideline hier nachlesen. Was sind jetzt reichhaltige Metadaten? Metadaten haben wir an 3 Orten. Einmal bei den Dateien selbst. Und da hat man für jeden einzelnen Datensatz sollte man Metadaten mitgeben. Verwendet man NetCDF, dann stehen die Metadaten in der Datei selbst. Bei anderen Dateiformaten stehen sie möglicherweise in einer separaten Datei. Beim DOI werden Metadaten mitgegeben und wir hatten ja gesagt, wir verwenden DataCite DOIs. Und wenn man alle Metadatenfelder des
Dataset Metadatenschemas verwendet, dann kann man wirklich einen Datensatz selbsterklärend beschreiben. Und die Metadaten stehen noch auf der Landingpage. Das heißt, man sollte auch dort wieder reichhaltige Metadaten mitgeben, das heißt alle DOI-Metadaten mitgeben. Aber es gibt den Sonderfall, es wird sehr oft ein DOI für eine ganze Datensatzkollektion, das heißt für mehrere Datensätze, vergeben. In diesem Fall beschreibt dann der DOI die Kollektion und nicht die einzelne Datei. Dann soll aber auf der Landingpage zusätzlich noch jede einzelne Datei beschrieben werden. Das muss nicht auf der ersten Seite sein, das kann zum Beispiel auf Unterseiten sein. Aber man sollte die Beschreibung finden können. Zusätzlich wieder für die Maschinenlesbarkeit, Maschinenverarbeitbarkeit, so viele PIDs wie möglich, ORCIDs, RAWs, DOIs und kontrolliertes Vokabular verwenden. Gut, ein Beispiel, Metadaten in einer NetCDF-Datei. Das ist ein Datensatz für SO2, die Massenkonzentration in Luft. Und in diesem Falle sind die Daten auf XYZ, auf einem regelmäßigen Gitter abgespeichert, in Abhängigkeit noch von der Zeit. Und das Koordinatensystem ist also als Länge und Breite in Lambert Conformal angegeben. Es ist wichtig, dass man das Koordinatensystem angibt, denn unterschiedliche Modelle arbeiten mit unterschiedlichen Koordinatensystemen und wenn man dann wieder Daten von mehreren Modellen zum Beispiel zusammen verarbeiten möchte, vergleichen möchte, dann ist es wichtig, dass man die Information hat, welches Koordinatensystem wurde jeweils verwendet. Dazu ist auch wichtig, dass man weiß, wie das Koordinatenreferenzsystem aussah. Hier zum Beispiel wurde mit einer kugelrunden Erde gerechnet. Und das ist eben auch eine wichtige Information, um Koordinaten zum Beispiel ineinander umzurechnen. Das zweite ist kontrolliertes Vokabular verwenden. Die Massenkonzentration von SO2 in Luft kann man jetzt ganz unterschiedlich schreiben. Damit es einheitlich ist, wurden hier die Climate and Forecast Conventions verwendet und da steht dann zuerst der Standardname und dann gibt es einen festen Namen. Damit man weiß, welche Version der Climate and Forecast Conventions verwendet wurden, wird diese auch wieder angegeben. Gut, wie sieht es bei den DOI-Metadaten aus? Was muss man da beachten? Der Datensatz, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, der wurde von meinem Kollegen Daniel Neumann gemacht und Daniel hat jetzt auch ganz brav seinen ORCID angegeben. Und von seinem früheren Institut, an dem er früher gearbeitet hat, auch den RAW. Das Ganze ist wichtig, weil zum Beispiel Daniel hat geheiratet und heißt jetzt anders. Aber unter seinem ORCID findet man all seine Arbeiten vor und nach der Heirat. Genauso werden Institute auch manchmal umgetauft. Und auch dann findet man unter dem RAW eben auch alle Arbeiten, alle Veröffentlichungen, alle Förderungen vor und nach dem Namenswechsel. Man sollte ein standardisiertes Datum verwenden. Das Datum wird im Englischen anders geschrieben als im Deutschen. Es gibt eine ISO-Norm, wie man es standardisiert schreiben kann. Dann sieht das Ganze so aus und auch das wieder ist für die Maschinenverarbeitbarkeit einfach wichtig. Gut, Landingpage. Ein Beispiel für eine menschenlesbare Landingpage. Der Datensatz wurde beim WDCC veröffentlicht. Das ist das Repositorium vom Deutschen Klimarechenzentrum. Und das ist jetzt so ein Beispiel, wo ein DOI für eine ganze Datensatzkollektion vergeben wurde. Beim DKRZ heißt das Experiment. Das heißt, der DOI beschreibt jetzt hier erstmal im Prinzip die Simulation. Aber die einzelnen Dateien werden hier beschrieben unter Data Hierarchy. Hier gibt es auch noch Beschreibungen der Kontakte, der Qualitätstests, die gemacht wurden. Und auf der Hauptseite sind eben die Metadaten für die Kollektion. Die Kontakte sind mit ORCIDs angegeben. Es wurde kontrolliertes Vokabular bei den Keywords verwendet. Die Raum- und Zeitangaben sind angegeben, sodass man genau weiß, für welches Gebiet wurden die Daten eigentlich berechnet. Und es gibt Angaben zum Download unter Find Data.
Es gibt auch noch den Seitenquelltext, den maschinenlesbaren Teil der Landingpage. Und hier ist wichtig, dass man auch noch die Informationen in einer maschineninterpretierbaren Sprache angibt. Und das hier ist zum Beispiel schema.org. Man kann zum Beispiel auch DCAT verwenden. Auch hier ist wieder wichtig, dass PIDs angegeben werden. Hier zum Beispiel nochmal der DOI und hier käme jetzt wieder der ORCID von Daniel Neumann. Gut, jetzt wurde die EasyDub-Richtlinie eingehalten. Die Frage ist, darf man jetzt EasyDub einfach verwenden? Ich hatte schon gesagt, nein. Man muss einen Vertrag abschließen zwischen dem Repositorium und der Technischen Informationsbibliothek. Die TIB vergibt die Rechte zur Verwendung von EasyDub, das Logo ist nämlich geschützt, und prüft die Einhaltung der EasyDub-Richtlinie. Das Repositorium muss DataSite-DOIs vergeben können. Es benutzt die EasyDub-Logos nur auf den Landingpages von Daten, die die EasyDub-Richtlinie erfüllen, und prüft Daten anhand einer Qualitätsrichtlinie. Und ein Repositorium, das seine Daten kuratiert, hat immer eine Qualitätsrichtlinie. Und es stellt Listen bereit, anhand derer die Prüfung nachvollzogen werden kann. Was sind jetzt die Qualitätsrichtlinien? Sie konkretisieren natürlich im einen die Anforderungen von EasyDub. Sie müssen nicht alle Aspekte abdecken. Sie können zum Beispiel nur Anforderungen an die Metadaten beschreiben. Sie dienen zur Prüfung der Einhaltung der Richtlinie und sollten zumindest eine Checkliste für die Prüfung haben. Und sie müssen von der TIB als Qualitätsrichtlinie anerkannt werden, sodass das Ganze nicht verwässert werden kann und man einfach nur sagen kann, wir haben als Qualitätsrichtlinie, dass zum Beispiel nur der Autorenname immer dabei stehen muss und der Titel des Datensatzes. Das ist unsere Qualitätsrichtlinie. Und das reicht natürlich nicht aus, dann werden die Daten nicht fair. Die erste Qualitätsrichtlinie, die wir selbst geschrieben haben, das ist der AtmoDAT-Standard. Das ist ein Standard für atmosphärische Modelldaten und er wurde im AtmoDAT-Projekt erzeugt. Es ist natürlich eine anerkannte Qualitätsrichtlinie und Sie können sie hier nachlesen unter diesem DOI. Sie macht Vorgaben für die Metadaten sowohl beim DOI in den Dateien und auf der Landingpage. Sie gibt vor, dass man offene Lizenzen verwenden muss und das Dateiformat muss immer NetCDF sein. Das ist ein in der Atmosphärenforschung übliches Dateiformat. Es ist offen. Es gibt sehr viele Hilfsprogramme zum Konvertieren der Daten, um statistische Auswertungen zu machen und es ist einfach sehr weit verbreitet und deswegen haben wir gesagt, weil es auch noch selbsterklärend ist, muss immer NetCDF verwendet werden. Die Vorgaben können anhand von Listen gemacht werden, die im Standard selbst stehen und die Vorgaben für die Dateien können mit dem AtmoDAT Data Checker geprüft werden. Das ist ein Python-Programm zur Kontrolle der Datei-Metadaten. Und dieses Python-Programm finden Sie hier. Okay, eine andere Qualitätsrichtlinie, die man zum Beispiel verwenden könnte, wäre der OGC Geopackage Encoding Standard vom Open Geospatial Consortium, den finden Sie hier. Der macht Vorgaben für die Standardisierung von Daten und Metadaten und bietet auch Routinen zum Überprüfen. Was dem fehlt, sind Vorgaben für die Landingpage und die DOI-Metadaten. Das ist aber kein Problem, das kann man aus der EasyDub-Richtlinie übernehmen. Und dort steht, dass man bei den DOI-Metadaten eine fachspezifische Liste von verpflichtenden DOI-Metadaten vorgeben sollte, zum Beispiel geografische Angaben. Bei geografischen Daten müssen natürlich auch geografische Angaben dabei sein. Und man muss immer bibliografische Informationen mitgeben, das ist schon Pflicht beim DataSite-DOI, aber man sollte auch eine inhaltliche Beschreibung der Daten mitgeben und die Beschreibung der Datenerzeugung. Bei den Landingpages Menschen- und Maschinenlesbar steht dann, dass mindestens alle Metadaten für den DOI auch wieder auf der Landingpage stehen. Gut, weshalb sollte man also EasyDub nutzen? Die Datenproduzierenden können zeigen, dass ihre Daten den disziplinspezifischen Standards genügen. Die Repositorien zeigen, dass die archivierten Daten kuratiert wurden und dass sie einen Qualitätsstandard befolgen, den sie sich selbst gegeben haben oder den sie von außen übernommen haben.
Datennutzende können leicht Daten finden, die wiederverwendbar, offen und interoperabel sind. Und damit bin ich am Ende, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und Sie können noch mehr über EasyDub unter diesem Link finden. Vielen Dank. Dankeschön, Annette, für den sehr engagierten Vortrag. Es gibt auch einige Fragen dazu. Zuerst möchte ich aber ein Lob, was bei den Fragen steht, weitergeben. Super Vortrag, wichtiges Danke. Thema. Erste Frage, ich gehe mal ein bisschen nach den Votings. Gibt es denn sowas wie ein Testbed, mit dem ich testen kann, ob ich die Vorgaben einhalte, so wie beim OGC? Es gibt für NetCDF-Dateien diesen AdModat Data Checker, der checkt also in Bezug auf den Standard. Aber wir hoffen natürlich, dass bei EasyDub auch noch andere Standards angemeldet werden und dass es dazu auch automatisierte Checker gibt. Man muss dazu sagen, der AdModat Data Checker ist so geschrieben, dass er auch auf andere Standards umschreibbar wäre im Prinzip. Das ist eine offene Software. Aber im Moment ist er auf NetCDF-Dateien beschränkt. Aber es gibt ja auch bei anderen Standards durchaus Checker, die zur Verfügung stehen und mit denen man das prüfen kann. Ja, danke. Welche Datenformate wie NetCDF sind noch hervorzuheben? Im Prinzip lassen wir alle Datenformate zu, die in der jeweiligen Community einfach üblich sind. Also das können Shape-Dateien sein, das kann CSV-Dateien sein. Wobei man natürlich bei CSV sagen muss, da muss die Beschreibung, also die Metadaten müssen dann eben vernünftig mitgegeben werden. Also es reicht nicht eine Datei, in dem nur Zahlen drinstehen und vielleicht noch eine Überschrift drinsteht. Da muss man dann entweder in einer Extradatei die Metadaten mitgeben oder eben vernünftigen Kopf dazu machen. Aber sonst ist im Prinzip alles möglich, solange es gut beschrieben ist. Okay. Wie ist denn etwa der Anteil der Beiträge, die über vollständige, saubere Angaben aufweisen? Blöd, ich kann es nicht sagen. Ich kenne nur eine Untersuchung von Ted Haberman, der die DOI-Metadaten mal untersucht hat. Und im Prinzip sind ja immer erstmal die bibliografischen Angaben, also Autor, Titel und sowas Pflicht. Da sind natürlich 99% sind da. Wenn es dann an die anderen Angaben geht, wie zum Beispiel die geografischen Angaben, da hat Ted Haberman jetzt sämtliche Daten untersucht, also nicht nur beschränkt auf Geodaten, aber es waren nur 1% der Metadaten hatten geografische Informationen und es gibt garantiert deutlich mehr an geografischen Daten bei DataSite in den Metadaten. Und wenn man zum Beispiel mal bei Zenodo sucht, also ich glaube, ich habe keine 10 Minuten gebraucht, um ein Beispiel für einen schlecht beschriebenen Datensatz zu finden. Also es geht relativ schnell und es gibt relativ viel davon, aber Zahlen habe ich leider keine. Ja. Dann eine Frage, wie wird die Richtlinie etc. an Datenbereitsteller national, zum Beispiel über GDI.de, wie international, Inspire etc. mitgeteilt? Wir sind jetzt erst ganz am Anfang. Das heißt, wir fangen jetzt erst an, für EasyDub zu werben. Und im Prinzip ist das aber immer eine Sache mit jedem einzelnen Repositorium. Das heißt, es hängt dann immer vom Repositorium ab, welche Standards sie anwenden möchten. Und man muss dazu sagen, dass die großen Datenanbieter oftmals keine DataSite-DUIs verwenden. Das ist natürlich eine Einschränkung. Also zum Beispiel bei diesen, bei Inspire, diese europäischen Datenzentren haben oft eigene Handles oder sowas. Oder man kann auch oft gar keinen Handle richtig bei den Daten zitieren. Und da hoffen wir einfach, dass das besser wird. Ja, dann ist noch eine Frage. Wie einfach ist solch ein Vertrag national oder international? Man wendet sich an die TIB, man bekommt das Vertragsformular zugeschickt.
muss dazu sagen, wir sind gerade noch so an den Details am Klären mit unseren Juristen, aber dann kann das Repositorium natürlich auch sagen, in groben, also in den Details, ob es bestimmte Änderungen haben möchte. Die EasyDAP-Richtlinie muss natürlich immer eingehalten werden. Und wir schauen uns dann natürlich auch an, ob das Repositorium schon nah an der EasyDAP-Richtlinie ist. Aber wenn Sie sagen, Sie möchten da gerne hin und Sie möchten also Ihre Daten fairer machen und Ihre Landingpages besser oder was auch immer, dann verpflichten Sie sich dazu in dem Vertrag und dann sind wir dafür offen. Es wird aber auch nachgeprüft, ob es dann auch wirklich passiert ist. Also ja. Ja. Aber okay. Neue Kunden sind immer willkommen. Ja, danke. Eine letzte Frage noch. Gibt es Best Practice Beispiele für das Problem mit DOI? Im Prinzip ist es so, dass bei den Daten es ehrlich gesagt am einfachsten immer ist, wenn sie mit einem DOI veröffentlicht werden, weil man dann den DOI auch einfach zitieren kann. Wenn man den DOI anklickt oder eingibt im Browser, kommt man sofort auf die Landingpage der Daten. Und deswegen möchten wir auch gerne, dass man in Zukunft alle Daten möglichst einen DOI haben und dann auch in den Veröffentlichungen mit DOI zitiert werden. Also, dass man nicht mehr sagt, ich verwende die Daten von dem Projekt XYZ und davon die Temperatur oder die Geodaten, sondern dass man sagt, ich verwende die Daten mit dem DOI, wie er eben seiner ganzen Länge und Schönheit. Genauso wie man das eben auch bei einer anderen Veröffentlichung macht. Und dann sind die Daten auch eindeutig zitierbar. Das heißt, man weiß dann auch wirklich ganz genau, welche Daten verwendet wurden und kann das nachvollziehen. Ja. Ist das so? Reicht dir das? Okay. Hoffe ich. ja, dann ja. Danke ich dir, Annette, für den tollen Vortrag und auch für die ausführliche Beantwortung der Fragen. Wir sind dann mit diesem Track zu Ende. Hier auf der Bühne 3 geht es um 14 Uhr mit den Praxisberichten weiter. Musik